komm, lass uns gehen. Ja? Entschuldigung, man kann ja mal fragen. Bei einer Zwangversteigerung konnte Wolf sogar selbst mitbieten. Das ist ja fantastisch. Ja, wenn du Pech hast, zahlst du noch ab, nachdem Eva und ich längst tot sind. Das darf wohl nicht sein. Doch. Ich habe mich auf diese Tussi eingelassen, weil ich gekränkt war. Wenn ich endlich mal mit den Spielchen aufhören und uns wie Erwachsene benehmen. Dir fällt das schwer, aber komm, lass uns das wagen. Marc, ich kann nicht, ich... Es geht nicht, ich... Warum? Sei mir bitte nicht böse. Gibt's ein Problem? Ich sag euch, das Schlimmste ist, Carolina. Das Schlimmste ist, dass Rolf immer mit verdeckten Karten spielt. Ja, richtig. Wir müssen einfach mehr wissen, wenn wir ihn und sein Projekt bekämpfen wollen. Wie kommt er zum Schuldschein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lorenzo Velázquez zu diesem Gauner geht und um Geld bietet. Vielleicht hat er Lorenzo dazu gebracht, so viel Schulden zu machen. Jedenfalls sollten wir das herausfinden. Das wird schwierig. Rolf erzählt es mir bestimmt nicht. Ich dachte auch nicht daran, ihn persönlich zu fragen. Warum kann nicht Felipe mal mit Carmen sprechen? Felipe kann Carmen nicht fragen. Darüber haben wir schon mal geredet. Ja, aber inzwischen wissen wir von diesem Schuldschein. Die Situation hat sich geändert. Ah, Carmen ist immer noch sauer wegen der Pfanne. Daran hat sich bestimmt nichts geändert. Und wir haben uns entschieden, gegen Wolf zu kämpfen. Dann müssen wir alles versuchen. Also gut, versuchen kann ich es. Ja. Sie wird bestimmt wissen, was vor sich geht. Schließlich ist sie Golfassistentin. Ja, richtig. Sie will es aber auch bleiben. Für uns setzt sie wohl kaum ihr Job aufs Spiel. Was war denn eben mit Lena? Wollt ihr auch einen Wein? Holt euch drin ein paar Gläser. Danke, mache ich gleich. Aber erzähl mal. Was soll ich erzählen? Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Okay, danke. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hole uns doch mal ein paar Gläser. Für mich nicht. Ich hau ab. Ich dachte, wir machen heute Abend was zusammen. Sorry, mir ist irgendwie nicht danach. Komm, wir trinken noch ein Gläschen Wein, gehen ein bisschen am Strand spazieren, ein bisschen tanzen, was immer du willst. Nee, lass mal. Ich hab halt einfach keine Lust. Mach's gut. Na toll, dann muss ich mir wenigstens nur noch ein Glas holen. Bitte? Hallo. Tut mir leid, Herr Stein ist schon weg. Zu dem will ich gar nicht. Sondern? Es gibt ein kleines Problem und darüber würde ich gerne deine Meinung hören. Das muss aber was Besonderes sein, dass es dich ausgerechnet zu mir treibt. Du weißt doch, dass Rolf Stein unser Grundstück haben will. Vergiss es. Keine Chance. Über Herr Steins Projekte rede ich. Aber hör mir doch erstmal zu. Außerdem bin ich überhaupt nicht eingeweiht in diese Dinge. Du weißt doch, was die Finca für uns bedeutet. Du stehst doch auf unserer Seite.
Er hat uns in der Hand, verstehst du, mit einem sehr üblen Trick. Wir kämpfen mit ungleichen Waffen. Ihr wollt kämpfen? Ja, was glaubst du? Und was willst du von mir? Ja, wenn du irgendwas weißt, was für uns wichtig ist, dann bitte sag es mir. Felipe, was glaubst du, was ich hier mache? Ich tippe, ordne Papiere und bringe auch mal den Kaffee, wenn es sein muss. Mit mir redet Herr Stein nicht über Geschäfte. Aber du hörst doch zu, du liest, was so ankommt, was er diktiert. Ich lese nicht seine Post. Ich verstehe euch ja. Und wenn ihr kämpfen wollt, braucht ihr wirklich viel Mut. Aber ich kann euch da nicht helfen. Selbst wenn ich wollte. Ich wollte Sie unbedingt treffen, da Sie die letzte Person sind, die Maren gesehen hat. Das war mir wichtig, weil meine Frau unmittelbar nach einem heftigen Streit abgereist war. Ich habe meine Frau mehr geliebt, als ich in Worte fassen kann. Ich hatte gehofft, dass Maren Ihnen vielleicht etwas Persönliches erzählt hat. Leben Sie wohl.